Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videovlog. Ja, für alle Neulinge erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für das Abo. Das hier ist mein Zweitkanal, die Holzkiste. Ich habe auch einen Hauptkanal, der nennt sich Mist Handwerk. Verlinke ich euch mal hier oder da, ich weiß es nicht. Und da gibt es immer Anleitungen zu. Und das ist einfach hier, ja, so ein Quasselkanal. Ein Vlogkanal, wo ich einfach die Kamera nehme in die Werkstatt. Meistens sind wir hier bei mir in der Werkstatt. Eigentlich war es ursprünglich so gedacht, dass ich euch mal überall mitnehme, wo ich hinfahre, aber da kam ich jetzt noch nicht zu. Meistens bin ich ja hier, ich fahre ja nirgendwo hin. Ich fahre hierher, nach Hause oder zur Arbeit. Das war's. Und ja, heute möchte ich mit euch Sägeblätter wechseln. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe gerade angefangen hier und ich suche jetzt meine ganzen Sägeblätter zusammen. Hier sieht man, wie dreckig die schon sind, ne? Oder schon voll verkrustet. Und ich werde die jetzt alle tauschen. Ich habe mir jetzt für meine Kappumgärungssäge habe ich insgesamt 3 Stück und die 2 lasse ich jetzt schärfen und ich habe mir jetzt hier ein drittes bestellt. Das baue ich nämlich jetzt ein. So, was ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn ich irgendwelche Kreissägeblätter oder ein Kreissägeblatt rangehe, natürlich die Maschine vom Strom zu trennen und im Idealfall auch den Stecker rauszuziehen und dann die Maschine mal zu probieren. Es kann sein, dass da ein bisschen Strom drauf ist. Ich weiß es nicht, bin jetzt kein Elektriker. Aber um diese Gefahr einer großen Verletzung zu umgehen, würde ich es euch ja, wärmstens empfehlen. Ne? Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt den Schutz schon abgebaut und da ist mir halt die Idee gekommen, dass ich halt mit euch das Ganze machen kann oder euch zeigen kann und einfach mal so ein bisschen quasseln kann. Ich weiß gar nicht, zweimal im Jahr haben wir bei uns die Sägeblätter immer gewechselt in der Firma. Also einmal zum Winter immer hin und einmal zum, weiß nicht, Sommer hin oder so. Und ja, da haben wir die mal ausgebaut. Oder wenn wir es gemerkt haben zwischendurch, dass die stumpf waren, haben wir die auch ausgebaut und gewechselt. Ne? Wir haben immer, was weiß ich, wie viele. Und ich merke gerade, ich habe jetzt hier 2 gleiche. Das ist hier stumpf. Das habe ich erst vor 2 Monaten eingebaut. Aber ich lasse die trotzdem jetzt wegbringen. Ja, dann sind die nämlich alle scharf. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Ach hier, das ist viel feiner, ne? Wie macht ihr das Ganze? Also habt ihr auch mehrere Sägeblätter wahrscheinlich, ne? Wo bringt ihr die immer hin? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber bei uns in der Nähe ist Leitz. Oh, das sind, glaube ich, auch hier Leitzblätter. Nee, vom Bosch. Und ja, die schärfen das Ganze dann. Das dauert, glaube ich, 2-3 Tage. Und dann kann ich die wieder abholen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich mache das wirklich zum ersten Mal jetzt hier meine Sägeblätter ausbauen und schärfen. Und ich bin mal gespannt, ob ich den Unterschied merke. Also vom Schnittergebnis her, ne? Also ich habe nämlich sonst immer mir neue Sägeblätter gekauft, aber das musste ich oder das hatte ich so oder so vorgehabt, weil mit einem Sägeblatt an einer Tischkreissäge oder hier diese kleine von Bosch, die GTS 10X10 oder diese Kappsäge mit einem Sägeblatt, ist es mal stumpf, bringt es zum Schärfen, dauert es wie gesagt vielleicht auch maximal eine Woche und dann habe ich kein Kreissägeblatt und ich muss ja, ich drehe ja Videos hier. Und geht ja wohl schlecht, dass ich kein Sägeblatt habe oder keine Maschine zur Benutzung. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir mal 1-2 Kreissägeblätter, dann hast du mir so als Vorrat. Und das habe ich jetzt auch. Und mittlerweile sind jetzt, wie gesagt, fast alle stumpf. Also ich habe jetzt ich habe nämlich jetzt für meine Tischkreissäge habe ich nämlich kein Blatt übrig. Das hier muss ich aufwechseln lassen. Das ist das Originale von Bosch, das habt ihr, kennt ihr bestimmt auch. Ne? Das wird auch gewechselt, das wird gewechselt. Dann hätte ich jetzt schon 1, 2, 3, 4. Aber irgendwie fehlen noch hier welche. 4. Nee, das mehr habe ich gar nicht. Da muss ich mir mal gucken. Hier, das habe ich mir auch mal gekauft. Eigentlich für diese Säge gedacht, ja. Und was habe ich da irgendwie gemacht? Ich habe irgendwie ein zu dickes genommen. Es ist, glaube ich, wirklich 0,3 oder 4 mm oder
0,1 und 0,2 mm zu dick. Und das pfeift, wenn ich damit arbeite, wenn ich das hier einspanne. Jetzt habe ich es erstmal aufgehoben. Wer weiß, was ich damit, oder vielleicht kann ich es dann nochmal gebrauchen. Aber das pfeift auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Wollen wir mal kurz testen. Ich mache das, wie gesagt, immer sehr, sehr vorsichtig, weil es kann ja sein, dass man das irgendwie falsch eingespannt hat und dann, wenn ich jetzt Vollgas gebe, ja klar, das Sägeblatt haut dann hier alles kaputt und es kann natürlich dann zum schweren Verletzungen kommen. Ja, es hört sich aber gut an. Habe ich schon mal alles richtig gemacht. So, dann haben wir jetzt hier noch eins. So, die Säge hier ist auch aus, genau. Dann kann ich nämlich gleich mal den Spaltkeil sauber machen. Weil hinter der Säge, hinter dem Spaltkeil, klemmen sich immer irgendwelche Sachen. Und dann kann man den nicht immer richtig senken oder runterdrücken. Das will ich auch mal gleich überprüfen. Oh, hier ist aber schon wieder alles voll mit Späne. Ne? Das ärgert mich auch immer, dass man hier unten, es ist normal, es ist eine Kreissäge, ne? Aber dass man hier unten überall Späne hat. Ne? Eigentlich müsste man sich dann unter der Kreissäge den ganzen Deckel abnehmen und so einen Trichter bauen. Weil wenn sich die Späne hier sammelt, ist ja klar, wenn ich dann wieder was säge, Luftwirbelung, dann fliegt diese Späne, die da unten liegt, die wird ja niemals richtig abgesaugt. Und dann fliegt die hier durch die Gegend und spritzt mich voll oder liegt auf dem Boden rum. Ne? Das ist immer so ein bisschen, oh, da ärgere ich mich immer. Aber ich habe ja unten keinen Platz. Ne? Ich habe mir da die Absauganlage eingebaut und war vielleicht vom Fehler. Ne? Aber naja, man kann ja auch nicht alle an allen denken. Ne? Übrigens, wie man so ein Kreissägeblatt wechseln kann, darüber gibt es auch ein extra Video von mir. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Säge nicht brauche, weil ich habe nämlich jetzt keins. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob noch irgendein Projekt ansteht. Oh, das, da muss ich nicht sägen. Nee. Eigentlich brauche ich keine Blätter. Aber ich glaube, ich bestelle mir noch mal welche nach. Oder eins zumindest. Ja, hier, das ist Extremfall. Wie ihr sehen könnt, alles voll Harz und Schmutz und Dreck. Und das ist auch schon ziemlich stumpf. Das lasse ich nämlich jetzt auch wechseln oder tauschen. Und den Flansch, den packe ich auch gleich mit rein. Und dann werde ich auch das hier gleich ordentlich aussaugen. Und ich glaube, den Spaltkeil werde ich auch noch mal ein bisschen, ja, weiß ich nicht, eigentlich darf man da gar nicht mit Öl rangehen. Ich muss mir das sauber machen. Ja, der ist zu. Voll mit Späne. Aber ich habe das auch noch nie sauber gemacht. Deswegen ist das auch ganz normal, ne? Wenn ich jetzt hier, was ich wie viel damit rumsäge, die letzten 3-4 Jahre war die ja im Dauereinsatz. Also ich habe da wirklich mit sehr, sehr viel gesägt. Ihr seht das auch anhand vom Tisch her, dass der total in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Vielleicht, ich habe mal überlegt, ob ich das Ganze abschleife und einfach Aluminium blank lasse, aber das ändert ja nichts an die Schnittqualität von der von der Tischkreissäge. Ne? Ist ganz schön dunkel hier. Ne? So, jetzt habe ich das Ganze mal fix ausgesaugt. Oh, wieso geht denn der jetzt nicht runter? Achso, oh. Kein Wunder, ne? So, jetzt habe ich das Ganze ausgesaugt und jetzt wartet die Maschine auf ihr neues Sägeblatt oder das Geschärfte. Dann habe ich hier Nummer 2. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen, dass ich jetzt gar kein Sägeblatt hier habe für diese Tischkreissäge, weil nachher, wenn das immer so ist, will man dann was sägen und dann, ja, dann hat man kein Blatt. Ne? So, hier sind 2 drinne. Das ist 3. Und das ist Nummer 4 und das ist Nummer 5. Das ist ein 305er.
Das hier ist auch ein 305er. 24x30, 232. Was ist das für eins? Das ist ja dieses Schrottding. Gut, dann packe ich die mal hier rein. Und dann zack. Muss ich das noch beschriften, nicht dass das irgendwie wegkommt, aber ich glaube, das kommt nicht weg. Also dann wäre es ja das erste und letzte Mal, dass ich das hingebracht habe. Ja. Mich würde mal interessieren, ja, habe ich glaube ich euch schon mal gefragt, ne? Wie ihr das macht. Oder schärft ihr sogar das Ganze selber? Es gibt nämlich so Vorrichtungen, ne? Dass man das halt selber schärfen kann. So, jetzt haben wir 1, 2, 5 Blätter. Was kostet das? Stimmt ein Blatt 20 Euro schärfen? Nee, kriege ich aber ein neues für. Obwohl, da kann es schon hinkommen. Ich bin mal gespannt, was ich dafür zahlen werde. Ja, bestimmt so 50, 60, 70 Euro für Schärfen. Kann ich mir gut vorstellen. Das Ganze muss ja noch gereinigt werden, alles. Ja. So, das hier packen wir mal weg. Ich weiß nicht, wir können das ja mal verlosen, verschenken. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wer könnte so ein Sägeblatt gebrauchen? Ein Woodblatt. Ich glaube, wir können das jetzt sehen. Wir haben jetzt hier einen 305er Außendurchmesser, 2,3 Schnittbreite. Sägeblattstärke ist 1,8 und eine Bohrung von 30 mm. Und das ist ein Hohlzahn. Hohlwechselzahn ist das, glaube ich. Vom Blatt her. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwie gebrauchen, ich weiß es nicht. Aber hier ist auch die Kappsäge drauf angezeichnet. Warum geht denn das nicht? Verstehe ich nicht. Und das Ding ist, jetzt sagt der ein oder andere bestimmt bei euch, ja, tauscht das Ding um, tauscht das um. Dieses Blatt hat, glaube ich, auch 60, 70 Euro gekostet. Ich Depp, was habe ich gemacht, wo ich es ausgepackt habe? Da habe ich meinen Namen gleich eingraviert, hier mit einem Dremel. Zack, zack, zack. Das mache ich mal bei den meisten Blättern. Bei den kleinen, bei den großen habe ich es jetzt nicht gemacht. Und ja, kann ich ja nicht verkaufen, ne? Oh, scheiße. Oh, da habe ich auch meinen Namen eingraviert. Da weiß der Gewinner ja meinen Namen. Schreibt es mal in die Kommentare, wer sowas gebrauchen könnte. Ne? Dann mal gucken, vielleicht verschenke ich es. Vielleicht, weiß ich noch nicht so genau. Ja, das ist so Stand der Dinge. Ich habe hier im Hintergrund noch meinen alten Couchtisch. Das ist halt mein alter. Und der war halt, ja, kennt ihr, ne, Eiche oder Massivholzmöbel, wenn man da mal was hinstellt, dann, oder draufstellt, dann gibt es da hässliche Wasserränder. Und ich habe den jetzt abgeschliffen, geölt. Ja, muss noch ein bisschen trocknen. Und dann werde ich den wahrscheinlich verkaufen oder so, ne. Das ist ja zu schade zum Wegschmeißen. Genau. Ja, und das war eigentlich dieser Vlog heute. Wie gesagt, ich wollte halt so ein bisschen quatschen mit euch und, das habe ich jetzt auch gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, wie lange ich gequatscht habe. Aber dazu ist ja dieser Kanal da. Ne? Wenn ihr irgendwie Anregungen habt, dann haut es unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt, auch unbedingt in die Kommentare hauen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt hier oder auf meinen Zweitkanal oder Hauptkanal, keine Ahnung was, ich werde euch alles unten mal verlinken oder hier einblenden. Genau da. Nee, hier blenden wir die Abo-Button ein und da blenden wir die nächsten zwei Videos ein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Handwerk.